So, nee, Internet war kurz weg. So, bin ich wieder da? Gut, gut, perfekt. So, also wir sind hier immer noch drinne. Wir müssen hier irgendwie Respekt zollen. Zolle Respekt. Okay. Aha. Respekt zollen. Okay. Seht ihr mich wieder, Chat? Ja, ne? Oh, da war das Internet ganz kurz weg. Okay, also wir sollen hier irgendwie Respekt zollen, aber ich verstehe nicht ganz. Okay, aber wie soll ich hier... Das mit der Glocke hat geklappt, ja? Okay, sind hier noch mehr Gräber oder was? Ah. Ah. Oh. Oh mein Gott, Digga, ich will hier wieder raus. Wir sollen hier Respekt zollen. Die Frage ist, bei welchen Gräbern? Hier unten eventuell? Aha, bei den Kreuzen. Hier, gut. Gut. Gut, und jetzt noch eins. Eins noch mit dem Kreuz. Beiseite mit dir. Ist hier noch eins mit dem Kreuz? Hier. Gut, alles klar, haben wir gemacht. Super. Chat hängt, ja, alles gut. Okay, super. Okay, dann haben wir die Aufgabe geschafft. Star Wars Schwert habe ich erhalten. Okay, easiness. So, Moment. So, jetzt sollte es wieder gehen. Super. Okay. Ich muss noch holen. Hinter dem Ach, hier meint ihr, oder was? Oh, warte, Digga. Jesus, Digga. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott, Digga. WTF? Digga, es ist wirklich ein verrücktes Spiel, Digga. Wirklich ein verrücktes Spiel. Aber habe ich das Star Wars Schwert jetzt schon? Ich glaube noch nicht, ne? Wo muss ich es denn holen? Hier? Nee. Hier nicht. Na, hier ist nichts. Hier auch nicht. Vielleicht hier unten. Sind ja mehrere Gebäude. Also in das Gebäude nicht. Vielleicht hier oben. Ah, oha. Oha, wie cool ist das denn, Digga? Ein Richtschwert. Oh mein Gott. Weißt du, also, ich mag das Spiel gerne, Digga. Digga, was ist denn seine Mission? Moment, das klären wir, Digga. So, komm wieder, weg mit dir.
So, okay, wir machen hier an der Stelle Pause und werden das nächste Mal spielen. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich enjoy's. Ich enjoy's. So, lass mich mal hier kurz mal was überprüfen. Mal kurz was überprüfen. Maul, du Hahn. Also, ich glaube, wir sind alle relativ überrascht gewesen von dem Spiel, oder? Twitch geht nicht auf der App. Oh, da kann ich nichts machen jetzt gerade, Brudi. So, CSGO geht. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Auf Android kommt gerade ein Fehler. Ja, kann sein, dass Twitch gerade Probleme hat. Ich weiß nicht. War bei den anderen auch gerade Twitch down, oder? Ja? Okay. Dieser Extra-Speicher, ne? Wie ist dieser Extra-Speicher nochmal? Muss ich das hier kaufen? Inwiefern in-game? Chat, wie meint ihr in-game? Hier muss man das jetzt wie? Im Hauptmenü? Warte mal, ich habe keine Lust, jetzt hier irgendwas zu leaken. Hauptmenü unten links, Shop. Speichereinheit, ne? Speichereinheit ist das, ne? Okay, gut, das habe ich jetzt gekauft. Und jetzt diese Einheit verwenden. Okay. Und jetzt kann ich Sachen, die ich habe, in Speichereinheit verschieben. Muss ich das alles einzeln manuell machen? Oder kann ich mehrere machen? Alle einzeln. Was für ein Scheiß, Digga. Ah, nee, gar nicht wahr. Ich kann viel mehr markieren. Nee, nee.
Ich kann vieles markieren. Gut, ich hab's raus. Ihr kleinen Treunasen. Ihr redet immer im Chat und habt selber gar keine Ahnung. Es ist zum Kotzen. Wirklich. Ihr seid richtige kleine Troller. Ihr seid richtige kleine Trollersöhne, Digga. Ich sag's so, wie es ist. Richtige kleine Troller seid ihr. So. Wir müssen so um die 200 Gegenstände machen, glaube ich. Die wissen ganz genau, wie die Cash machen, ne? Die CSGO-Leute, Alter. So. Wirst du dir noch Food holen, wenn die bei Nestle sind? Also prinzipiell, Digga, achte ich nicht darauf, wenn ich mir Essen hole, von welcher Marke das ist und was nicht. Dass viele von dem, was Nestle macht, entsetzt sind, beziehungsweise schockiert sind und das nicht unterstützen wollen, ist vollkommen okay. Aber bevor ich einkaufen gehe, habe ich keinen Zettel in der Hand, wo drauf steht, welche Produkte alle unter anderem auch von Nestle supported werden. Das heißt, mit Sicherheit kaufe ich auch Produkte von Nestle, ohne es überhaupt zu wissen. Und ich glaube, viele von euch, ja. Ah, okay, Sman. Ja, okay, da muss ich noch ein paar mehr Sachen verschieben. Meinte Y-Food. Ups, ja, Y-Food habe ich auch noch nie gekauft. Ja klar, wenn es draufsteht, dann ist das anders. Ja, hundertprozentig. Aber es gibt ja Listen, könnt ihr euch ja gerne angucken. Es gibt ja Listen, wo man sehen kann, welche Produkte, beziehungsweise was alles von Nestle ist, und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Produkte das sind. Und ich weiß nicht, guck mal, ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber letztendlich ist es so, wenn du eine laufende Partnerschaft mit einer Firma hast, wie Y-Food oder anderen Firmen, du hast einen Vertrag unterschrieben und muss sich eigentlich auch daran halten. Die meisten YouTube-Kollegen, die diesen Vertrag dann vorzeitig auflösen, lösen den auf und begehen eigentlich Vertragsbruch. Der einzige Grund, warum diese Firmen dann nichts sagen, ist, weil sie sowieso schon in einem gewissen Shitstorm sind, wie zum Beispiel jetzt mit Nestle. Aber normalerweise kannst du auch gar nicht einfach aus einem Vertrag einfach raus, denn du hast ja etwas unterschrieben. Aber mich betrifft es ja auch nicht, Digga, weil ich mit keiner Brand aktuell gepartnert bin, die mit Nestle irgendwie was macht. Insofern ist da auch ein Thema, mit dem ich mich nicht allzu sehr beschäftige, Digga. Vielleicht kann man es nachvollziehen. Bist du schon gehypt auf Dead Island 2 nächsten Monat? Aber auf jeden Fall. Doch, die Bedingungen ändern sich. Ich denke, da kann man den Vertrag auflösen. Ja, na klar, jetzt Armin TV, du bist der Profi, Digga. Welche Bedingungen ändern sich denn? Dass Nestle mit 10% Anteil sich reingekauft hat, welche Bedingungen ändern sich? Gar nichts ändert sich, Digga. Die Produkte sind ja immer noch die gleichen. Oder? Ich muss hier noch mehr verschieben. Moment. Also ich kann sowohl Leute verstehen, um da einen Punkt zu machen, ich kann sowohl Leute verstehen, die sagen, ey, die Partnerschaft fühle ich nicht, ich bin jemand, der nicht mit Nestle zusammenarbeiten möchte, deswegen möchte ich, dass der Vertrag sich vorzeitig auflöst.
Das verstehe ich auf jeden Fall. Verstehe, also alles cool. Ich verstehe aber genauso Leute, die sagen, ey, ich habe hier einen Vertrag unterschrieben, ob Nestle mit 10% da jetzt drin ist oder mit 20% oder nicht. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Ich habe mich auf einen Vertrag eingelassen, habe etwas unterschrieben. Ich stehe zu meinem Wort und gut ist. So, das kann, man kann beide Parteien verstehen, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das? Doch natürlich, für den Content Creator ändert sich einiges. Ein Deal mit Nestle kann für ihn zum Nachteil führen. Jetzt Armin, Digga, wir machen es einfach mal so, okay? Du bist ja derjenige, der in der Branche voll tätig ist. Du kennst dich ja mit den Verträgen anscheinend bestens aus. Such dir mal einen Vertrag raus, den ein Content Creator mit YFood unterschrieben hat und such mal im Kleingedruckten den Absatz, den vertraglichen Absatz, wo drin steht, sollte sich ein Investor in diese Firma anteilig einkaufen, kann der Content Creator aus der Firma austreten. Das ist Quatsch mit Soße, was du da redest, Digga. Und eine Sache muss ich auch fairerweise nochmal sagen, gefühlt, und das ist nicht böse gemeint, gefühlt ein Großteil von den Leuten, die dann auf diese Influencer eintreten und sagen, oh, wie kannst du nur mit Nestle zusammenarbeiten? Nichtsdestotrotz, vieles von dem, was ich mitbekommen habe, ich bin da jetzt nicht so drin im Thema, war nicht schön zu hören, was Nestle da alles gemacht hat, aber das sind die Leute, die dann diese Content Creator kritisieren und beleidigen auf Übelste, aber im gleichen Atemzug dann einkaufen gehen und nicht auf die Rückseite gucken, ob da Nestle irgendwie mit drinne sind. Die nehmen sich das einfach zur Aufgabe, aus Prinzip Nestle zu haten, komme was wolle, selber gehen sie aber dann bei Rewe einkaufen und wissen nämlich nicht Bescheid, dass Nestle gefühlt in hunderten Produkten Firmenanteil hat und sie kaufen es trotzdem. Aber mit dem Finger auf die Leute in der Öffentlichkeit zeigen, ist immer ganz einfach, aber selber mal in die Eigennasenspitze zeigen, ist dann immer zu schwer. So. Nestler 2000 Marken. Ja, das ist verrückt, ne? Sme, hattest du mir das Angebot? Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob ich den Link hier irgendwo finde nochmal. Ah, hier ist das Handelsangebot. Jetzt müsste ich es eigentlich auch bestätigen können. Handel annehmen. Achso, ich muss oben bestätigen. Bereit, den Handel abzuschließen. Ladezeit, Ladezeit, Ladezeit. Lädt, 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 lädt. Passieren tut nichts. Lädt nur. Aber passiert nichts. Handel abgeschlossen. 300 neue Gegenstände erhalten. Okay, ey. Jetzt bin ich gespannt wie ein Bettlaken. Ah, oh, perfekt. Mein Spiel hat sich nicht, doch nicht. Okay, Chat. Inventar. Okay, wir sind am Start. Okay, dafür muss ich Schlüssel holen. Sme, für deine ganzen Kisten muss ich Schlüssel holen? Ja, okay, gut. Moment. Okay, dann gehen wir rein. Was will man hier haben, Sme? Das sind ja Kisten, die habe ich noch nicht gezogen. Seltener Spezialgegenstand, die Alligator, die AK, welche, was ist da?
Gold und AK, Full Gold. Okay, gehen wir rein. AK plus Gold, okay. Direkt AK. Oder Gold. Oh, die sehen aber geil aus, die Waffenskins. So, dann machen wir hier... Sissi, das wäre auch nicht interessanter, wenn du es 10-mal reinpostest. Danke dir.
Aber zählt das in Deutschland unter Glücksspiel oder verboten? Das weiß ich nicht, Digga. Mir ist jetzt kein Gesetz bekannt, wo CSGO-Kisten auf Seiten, das ist zwar Gambling, aber das, was ich hier mache, ist auch Glücksspiel gerade. Mir ist jetzt kein Gesetz bekannt, wo Gambling-Seiten von CSGO-Skins unter dem Verstoß des Gesetzes gelten. Es ist ja überhaupt kein Unterschied wie zu diesen Packs hier und das ist auch nicht verboten. Dead Island schon vorgestellt in einem Cut. Ja, aber ich hoffe natürlich, dass ich in irgendeiner Art und Weise vielleicht einen Key bekomme, der ein bisschen früher mir ermöglicht, das Spiel zu spielen. Aber mein Kollege hat mir jetzt gerade zurückgeantwortet. Ich muss mir dann einmal noch, weil wir noch nicht ganz genau wissen, ob wir noch was starten oder nicht. Ja, dann sag mir einfach nochmal Bescheid, wenn du fertig bist mit Duschen, Digga, auf entspannt. Aber bis jetzt waren die Packs echt richtig mager wie Magerquark, Digga. Mager wie Magerquark. Ist meine alte Adresse von meiner alten Wohnung. Falls ihr da hinfahren wollt, dann fahrt hin. Habe ich ja gefühlt auch schon 100 Mal in meinen Stories gesagt, der gute alte Bremenbox-Weg. Ich glaube, ich habe schon in so vielen Instagram-Stories, wenn ich da dran vorbeigefahren habe, den alten Bremenbox-Weg, die Adresse und die Wohnung gezeigt. Matze sitzt schon im Auto mit seinem Vater, fährt dahin. Marcois, danke dir für 1000 Bits, Digga. Und Motherfucker, mit 2 Euro hast du Anna schon mal die Möse geleckt. Ja, hab ich schon. Na komm, gönn einmal. Bis jetzt noch nicht mal was Rotes. Noch nicht mal was Rotes, Digga. Noch nicht mal was Rotes. Wäre wohl eine Frechheit, Digga. Zählt er nur oder zockt er auch? Also, wir haben gestern gezockt, wir haben vorgestern gezockt und ich bin gerade mal seit 15 Minuten oder so an Packs öffnen. Also, entspannt, Digga. Und er hat auch einen Namen, richtig. Der Jolin, hast du vollkommen recht. Er hat auch einen Namen. Schmutz.
Da merkt man nämlich, wer wirklicher Freund ist und wer wirklicher Feind. Bei Kisten auf schlechten Inhalt zu gehen, ist richtig ehrenlos, Digga. Richtig unkorrekt. Und das als Mod. Als Mod. Eine bodenlose Frechheit. Als Mod. Ja, Five Chrome. Wer da auch immer entschieden hat, Digga. Wer hat entschieden, Doppelchance auf zwei Mannschaften? Wer hat da entschieden? Für so eine kleine Pissquote. Wer hat das gemacht? Ich wollte X2, ne, Doppelchance spielen. Doppelchance spielen ist Schwanz, Digga. Ich sag dir ehrlich, Doppelchance spielen nur Schwänze. Bei dem Spiel, Digga, hätte man einfach 1,5 Tore geben können, wäre eine bessere Quote gefühlt gewesen. Ja! Jagdmesser! Komm, bitte, 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 irgendwas! Ach so, warte mal. Minimale Gebrauchsspuren. Komm, bitte. Erstmal untersuchen, erstmal angucken. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Costa Quanta. 150 Euro, fick meine Mutter, ja. Ja, ich habe kein Guthaben mehr drauf, glaube ich, ne? Ja. Moment, da machen wir erstmal die anderen Kisten noch auf. Ach, Digga, leck mich am Arsch, Alter. Aber egal! Hey! Das ist schon mein drittes Messer. Meine dritte goldene, Digga. Ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Scheiß drauf, es geht ums Feeling. Es geht ums Feeling, Chat. Krank wie der Chat nicht gönnt. Bilal, Digga, du bist der Amateur-Tipper schlechthin. Von 4 Spielen, 3 falsch. Ich bin Tipp-Profi, vertrau mir, Bruder, ich mach dich reich. Kein Wunder, dass du seit 3 Jahren nach Deutschland willst, kein Geld dafür hast, Digga. Hol mich hier raus, bitte. Du kannst mir mal einen blasen, Bilal. Was hältst du davon? Und ich hätte dich gar nicht gefrontet, aber dein Maul war immer so groß. Tipp-Profi. Ich bin der Beste. Ich habe gestern mit Alena geredet und ich habe zu ihr gesagt, ich habe zu Alena gesagt, hör zu, Alena. Ich habe zwar 300 Euro ausgegeben, um einen Schein zu machen, den Bilal für mich gemacht hat. Aber ich hoffe, ich hoffe vom ganzen Herzen, dass der Schein richtig scheiße wird. Dass das, was du getippt hast, richtig Müll wird, damit du für immer der Noob hier im Chat bist von Tipico. Und mein Auge hat gewirkt. 4 Spiele, 3 verkehrt. Du Schwanz. Er hat einfach bei Liverpool gegen Man United hat da unter 4 Tore getippt. Und was ist gekommen? 7 Tore. Lösch dich, Bilal. Lösch dich. Lösch dich, Bilal. Okay, das haben wir hier. Die sieht ziemlich nice aus.
Rein optisch gesehen zumindest. Warte mal. Wieso? Ach so. So. Einsatz erprobt, Schwanz. 5 Euro, Digga. Meine Zeit, wo ich geguckt habe, ist mehr wert als diese 5 Euro. Ah, oh, Reezy, du bist so witzig. Oh mein Gott, ich hab fast gelacht, Digga. Wirklich. So, du bist so cool, ey. Du bist so cool. Wow. Beeindruckend, deine Coolness. Ich muss kurz Guthaben aufladen. Der Arm ist voll der Fan. Dann blase ich noch ein. Hier, Bieler ist ein Schein nochmal. Wir gehen nochmal kurz rein in die Analytics. Abgeschlossen, ne? Moment. Hier. Er hat getippt, Olympique Lyon gegen FC Lorient. 2 Tore und 1 gewinnt. Haben gespielt 0-0. Er hat getippt, Liverpool gegen Manchester United, dass nicht mehr als 3 Tore fallen, ist einfach 7-0. Der Typ, Digga. So, was wollen wir hier in der Kiste, Chat? Das ist eine neue Kiste jetzt. Einmal musst du mir noch vertrauen. Nee, Bilal. Ich will den Tausender wieder haben. Nächste Woche. Nur Gold? Ah, hier sind Handschuhe drin. Okay. Der ist weg. Ja, ich ziehe ihn bei PayPal wieder zurück, Digga. Mach ein Betrugsdings. Mach Betrugsdings einfach. Betrugsverdacht. Nach 10 Monaten, ja, ist mir jetzt erst aufgefallen, Digga. Ist mir jetzt erst aufgefallen, was soll ich machen, Digga? Leben ist hart. Ist das noch Spaß oder Ernst? Immer Spaß, Digga. Ist immer Spaß. Außer Reezy. Reezy beleidige ich wirklich aus vollstem Herzen. Weil das so ein verfetteter Fettsack ist aus Fettsackhausen. Seine Mutter ist fett und kommt auch aus Fettsackhausen, Digga. Sein Vater kommt aus Versagerhausen, Digga. Und aus Versagerhausen und Fettsackhausen ist Nuttensohnhausen entstanden. Da wohnt nämlich jetzt Reezy, Digga. Tassos? Tassos ist der größte Hurensohn, den man sich vorstellen kann. Der schuldet mir immer noch 500 Euro, Digga. Der schuldet mir immer noch 500 Euro. Seitdem lässt er sich hier nicht mehr blicken, Digga. Und kommt immer, ich dachte, wir wollten das über das klären. Tassos brauchen wir gar nicht hier reinkommen, Digga. Das ist ein richtig hinterfotziger Nuttensohn. Ja, jetzt spawnt er wieder aus dem Chat. Jetzt traut er sich wieder, ne?
Früher jeden Tag im Chat gewesen auf korrekter Rino, Digga. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt spawnt er hier wieder. Ja, alles gut, Tassos. Nein, nur mit Reezy, Digga, ist auch nur Spaß. Ich übertreibe gerne, beleidige meine Mods auch als Hurensöhne oder als Sonstiges, die mich auch. Aber, Digga, auch für alle meine Mods trage ich nur Liebe im Herzen, Digga. Hart auf hart. Ansonsten hätte ich nicht wieder jetzt am Wochenende mal wieder. Ich habe dieses Wochenende nur für meine Mods bestimmt an Tipico Geld ausgegeben. 1200 Euro. Und das ist schon das dritte oder vierte, dritte Mal, glaube ich. Und nichts gekommen, ja, Dumme. Da haben die Mods ja, beziehungsweise die Scheine auch ja was mit deinem Penis gemeinsam. STVN mit 5 gegifteten Sabarinos. Küsschen, danke dir, mein Bester. Warum nennst du ihn eigentlich Dumme, wenn er Dumme heißt? Weil er sich wie eine dumme Sau verhält. Deswegen heißt er Dumme. Man muss sich auch einen Namen verdienen anhand von Intelligenz. Und da ist der Dumme auf einem richtigen Holzweg. Meinung Afternoon Swim von Louis Vuitton? Super. Super. So, das sind alles Klatschwaffenkisten. Klatsch, 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 klatsch. Nein, wir machen Klatsch auf. Für die Sherlocks, die jetzt gedacht haben, oh Monte, man sieht deine Adresse, das ist meine alte Adresse aus Buxtehude. Rainbow 67 habe ich auch schon gefühlt 100 Millionen Mal gesagt. Ich hätte Bock gleich nochmal die 40 Euro Kisten aufzumachen. Wie hießen die nochmal? Bravo. Die Bravo Cases, die Scheißdinger gönnen, müssen wir auch noch, eigentlich auch noch was gönnen, Digga. Die Scheißdinger müssen wir eigentlich auch noch was gönnen.
Geiler Song, Digga. Geht gleich weiter mit Bravo Cases, Chat. Geiler Song, Mann. Seit 17 Operation Bravo Sets öffnen wir jetzt. Die kosten pro Öffnung ungefähr 47, 48 Euro. Das muss jetzt knallen, Digga. Das muss jetzt knallen. Aber bis nach Buxtehude. Das muss jetzt knallen bis nach Buxtehude. AK oder Gold? AK oder Gold? Oh, bitte AK oder Gold. Komm. Bitte. Let's go, komm. Bodenchance. AK oder Gold? AK oder Gold? Komm schon, du Sacknase. Müll, Digga. AK oder Gold. Komm schon. Müll, Digga. AK oder Gold. AK oder Gold. Gold, 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 Gold oder die AK. Es wäre so wunderbar. Trotzdem kriege ich hier nur Schwanzarino. Komm schon. Müll, Digga!
Müll, Müll, Müll! Die anderen Kaufanträge sind noch nicht durch, das muss ich gleich nochmal dann machen. AK oder Gold? Dieser verfickte Akimbo, Mann! Auch aber an der Stelle nochmal der kleine Hinweis, lieber Leistungschat. Hier unterhaltungsmäßig, ja, ich öffne Packs, aber vergiss das bitte nicht. Das ist gleichzusetzen wie mit Glücksspiel. Guckt's an bei mir, okay, kein Problem. Macht euch einen entspannten, aber benutzt das selber nicht. Kauft selber keine Packs, Digga. AK oder Gold? Ach, leck mich doch am Arsch, Digga. AK oder Gold? AK oder Gold? Och man, ist das eine Scheiße, Digga. Gönn! Gönn! AK oder Gold? AK oder Gold? Du Nuttensohn! AK oder Gold? Ganz eine einfache Regelung hier. Ach, Digga, es ist so ein... Ich werde so angespuckt, Digga. Ich werde so angespuckt. Es ist nicht normal. Unfassbar. So, ich muss kurz nochmal hier... Moment. Ich muss nochmal kurz den Handel abbrechen. Moment. Und vielleicht nochmal auf Krampf kurz Guthaben aufladen. Sie haben in den letzten Stunden viele Kaufversuche gestartet. Bitte warten Sie eine Weile und versuchen Sie es dann erneut. Digga, du wirst eingeschränkt nach 2000 Dollar Aufladung und dann hast du kein Limit und dann darfst du nicht zu schnell. Ach Digga, leck mich am Arschloch, Alter. Ja, Master X, ich guck kurz. Ja, Master X, machen wir fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. Kannst ja vorbereiten auf entspannter Rinosch, aber. Und dann hol davon nur die Bravo-Kisten, Digga. Und dann kannst du mir die ja rüberschicken. Okay? Wieso? Ach, Digga. Jetzt sind hier meine Daten, Rechnungsadresse und so nicht mehr da. Buxtehude 21614. Okay. AK oder Gold? AK oder Gold? Bitte einmal in deinem Leben gönn. Nicht mal Stat-Track, Digga. Müll. Müll. Gold oder AK? Gold oder AK? Gold oder AK? Gold oder AK? Komm schon, gönn. Müll. Bin ich die Einzige, die Packs mittlerweile schmutz und langweilig findet? Hör mal zu, Black Girl.
Ich bin seit jetzt 5 Stunden am Stream. Genau 5 Stunden und 32 Sekunden. Davon habe ich ungefähr eine halbe Stunde Packs gezogen. Eine halbe Stunde. Also, genieß die 4,5 Stunden davor auf entspannt. Und wenn das dir hier nicht gefällt, gar kein Problem. Aber niemand zwingt dich hier zuzugucken. Dann geh aus dem Stream, guck woanders. Und wenn du siehst, dass ich was anderes zocke als CSGO, dann komm doch wieder. Auf entspannt. Gold oder AK? Gold oder AK? Okay, Gold oder AK? Gold oder AK? Komm schon, Baby. Es ist eine Frechheit. Und noch mehr bricht mich, dass Steam mir sagt, nicht mehr aufladen, du hast zu viel aufgeladen in letzter Zeit. Also, nee, ich kann nicht mehr aufladen, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Egal. Gut, Chat, dann machen wir für heute Feierabend. 5 Stunden Premium. Premium-Stream, wie ich finde. Mods, einmal Alena hosten auf entspannt. Ich glaube, die ist ja am Stream. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntagabend. War ein richtig geiler Stream, wie ich finde. 5 Stunden. Ziegensimulator hat in der Tat richtig Laune gemacht, wie ich finde. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund und munter. Danke für den ganzen Support hier. Danke an die Mods. Danke an alle. Und in dem Sinne, ey, Freunde der gepflegten Unterhaltung, bleibt gesund und munter. Achso, morgen bin ich nicht live. Ich habe morgen oder beziehungsweise Dienstag einen Geschäftstermin, fliegt dafür morgen los schon, weil der weiter außerhalb ist. Also ich fliege morgen los, habe einen Geschäftstermin am Dienstag und bin Dienstagabend irgendwann wieder da. Entweder streame ich Dienstagabend oder Mittwoch erst wieder. Ich muss gucken, wann ich Dienstag wieder zurück bin. Also morgen auf gar keinen Fall einen Stream. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Ja, don't care, genau. Deswegen schreibst du das Thema hintereinander rein. Alles klar, Reezy, du Nuttensohn. In dem Sinne, Kuss auf die Nuss, bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend noch und einen schönen Start in die Woche. Kuss auf die Nuss, danke für euren Support. Wiederschauen und reingauen.